Willkommen zurück, Flugbegeisterte. Heute nehme ich euch mit zum Flugplatz Ade die Klasse in der Nähe von Ravenna. Diesen Flugplatz haben wir lange Zeit vor uns hergeschoben. Im Oktober 2022 war endlich der perfekte Zeitpunkt für unsere Landung gekommen. Trotz seiner Lage in vergleichsweise flachem Gelände überrascht dieser Platz mit einigen bemerkenswerten Eigenheiten. In diesem Video stelle ich sie dir vor und teile wichtige Fakten, damit du bestens informiert bist, wenn du einen Flug zu diesem besonderen Flugplatz in Erwägung ziehst. Der Platz liegt ca. 5 Meilen südöstlich des Flugplatzes Ravenna in der Nähe der Ortschaft Cesera. Wenn man von Süden kommt, muss man den Delta-Luftraum des Militärflugplatzes Cervia durchfliegen. Dazu geht man auf die Frequenz von Bologna Approach. Am einfachsten ist es jedoch, den Platz von Osten kommend vom Meer aus anzufliegen. Wenn man unterhalb von 1500 Fuß bleibt, bleibt man frei von den kontrollierten Lufträumen. Die Graspiste in Ade die Klasse hat eine Länge von 660 Metern und eine Breite von 24 Metern. Sie liegt in der Richtung 1,5 bzw. 3,3. Denkt wie immer daran, vorher beim Aero Club anzurufen, da der Flugplatz PPR ist, und um euch über den Zustand der Piste zu erkundigen. Die Nummer des Clubs blende ich hier ein. Außerdem solltet ihr euch auf der Webseite www.adedieklasse.it informieren. Die Piste 3,3 wird mit einer Standardplatzrunde geflogen. Piste 1,5 mit einer Rechtsplatzrunde. Wenn ihr auf die Piste 3,3 anfliegt, solltet ihr unbedingt vor dem Fluss drehen, um nicht in den Luftraum von Cervia einzufliegen. Die Frequenz ist, wie an vielen kleinen italienischen Flugplätzen, die Sammelfrequenz 130,0. Das Callsign lautet Ade die Klasse Radio. Im Endanflug gibt es ein paar Stromleitungen. Diese sollten jedoch kein Thema sein, wenn man sie im Auge behält. Und dann ist da die Wäscheleine direkt vor dem Aufsetzen. Als es diese noch nicht gab, sind einige Flugzeuge so tief reingesegelt, dass es zu Konflikten mit den Autos auf der Straße gab, die direkt vor dem Flugplatz verläuft. Vor dem Landen ist es daher sicherlich sinnvoll, die Piste zunächst einmal tief zu überfliegen. Offiziell gibt es keinen Sprit auf dem Flugplatz. Wenn ihr mit dem Aero Club redet, könntet ihr vielleicht Mogas bekommen. Wenn ihr die Straße entlang in Richtung Osten geht, kommt ihr zu einem Agriturismo La Casina, in dem es gutes und günstiges Essen gibt. Ein paar Flugminuten in Richtung Norden entfernt ist die historische Stadt Ravenna. Wenn man der Küste entlang in Richtung Norden fliegt, gelangt man sehr schnell nach Venedig. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Flugplatz ein wenig anspruchsvoller ist. Für einen Zwischenstopp zum Mittagessen, bevor man weiter in Richtung Venedig fliegt, ist er perfekt gelegen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein Like da lässt. Wenn du an weiteren Videos zu italienischen Flugplätzen interessiert bist, hast du die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Hier geht's zur Playlist mit italienischen Flugplätzen. Hier findest du ein Video mit Tipps zum Fliegen in Italien. Bis zum nächsten Mal. Happy Landings!